Ja, wenn man zwei Oberligisten hintereinander rausschmeißt im Pokal, im Viertelfinale, Achtel- und Viertelfinale, dann glaube ich, hat man ziemlich viel richtig gemacht. Und es war nicht nur dieses Spiel heute, was mich momentan wirklich ziemlich zufrieden macht, auch wie meine Mannschaft momentan auftritt. Auch in den letzten Spielen dreimal hintereinander zu null kann ich mich in den 5 Jahren, wo ich hier bin, mich glaube ich gar nicht dran erinnern. Und es ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn eine Mannschaft wie Engers hier hinkommt. Also ich habe wirklich nicht daran geglaubt, dass wir überhaupt eine Chance hätten, für dieses Spiel zu gewinnen. Wobei, ehrlich gesagt, die letzten Wochen, so wie wir uns präsentiert haben, wie wir uns als Team präsentiert haben, ist der Glaube daran gestiegen. Aber dass wir es wirklich schaffen würden, so richtig habe ich nicht dran geglaubt. Aber wir waren sehr präsent und es ist ja nicht normal, dass eine Rheinland-Liga-Mannschaft, die zwar jetzt so ein bisschen Anschluss zur Spitze hat, aber mehr oder weniger eine graue Maus ist in der Liga gegen einen ambitionierten Oberligisten, der im oberen Drittel sich befindet, ihn so unter Druck setzt, ihn anläuft, 90 Minuten. Und ich glaube, was wir heute läuferisch überragend hier geboten haben, das ist schon aller Ehren wert, ne? Und wie ihr alle wisst, haben wir auch nur 15, 16 Spieler über die Saison und im Training und alle klagen, es ist gut, dass es bald Winterpause ist. So das Gefühl habe ich nicht momentan. Und ich glaube, das war auch das Quäntchen, was uns heute ausgemacht hat. Ich habe der Mannschaft vorher gesagt, wenn wir es schaffen, bis zur 60., 65. Minute vielleicht 0-0 oder selbst ein 1-0 für den Gegner und dann ein Pokalspiel draus machen können, dann haben wir eine Chance und ich glaube, das haben wir dann angenommen. Also nochmal Riesenkompliment an meine Mannschaft. Natürlich träumt jetzt jeder. Ich glaube, das ist der größte Erfolg, Ja, den der SV Mehring noch nie gehabt. Die Oberliga war ein Riesenerfolg für den Aber SV Mehring, Halbfinale aber Pokal. Halbfinale Rheinland-Pokal ist der größte Erfolg, den der SV Mehring bis jetzt hat. Und überhaupt, glaube ich, wertet es die Rheinland-Liga ein bisschen auf, wenn man sieht, dass drei Rheinland-Ligisten im Halbfinale des Rheinland-Pokals spielen. Deswegen auch ein bisschen schade, dass die Zuschauerresonanz leider in den Spielen so gering ist. Das ist nicht nur heute, auch viele Ligaspiele von uns haben ein sehr, sehr, sehr gutes Niveau. Ja, fahren wir nach Salmbor. Ob es am 20. März ist, muss man mal sehen, dass der Verband sagt, ne, vielleicht schafft man es etwas nach hinten zu schieben, wo die Witterung vielleicht besser ist und man könnte im Stadion spielen, aber das ist jetzt erstmal Zukunftsmusik. Fakt ist, wir haben es ins Halbfinale geschafft. Wir haben noch zwei sehr, sehr wichtige Spiele von uns vor uns. Jetzt gegen Neidhersen haben wir noch was gut zu machen aus der Hinrunde. Auch gegen Morbach sehe ich uns nicht chancenlos nächste Woche. Wie gesagt, die Spitze ist weit weg, aber zumindest wollen wir den Lauf, den wir haben, beibehalten und ich glaube, dann haben wir uns die Winterpause verdient. Also nochmal vielen Dank an meine Mannschaft erstmal und auch vielen Dank für die Zuschauer. Ich habe immer gesagt, wenn wir schaffen, dass die Zuschauer mitgehen, haben wir schon vieles richtig gemacht und die Zuschauer sind mitgegangen, also haben wir vieles richtig gemacht.